WooStack Model N Channel erzeugt ohne Oversampling 2,4 Millisekunden Latenz und mit Oversampling 2,5. In Studio One auf meinem Rechner wird der CPU-Verbrauch mit 2 angegeben, wenn alle Komponenten aus sind, und 3, wenn alle an sind. Und mit Oversampling 4. Und das ist in etwa 4-mal so viel wie ein ähnlicher Channel Strip. Kleiner Hinweis für Studio One Benutzer: Plugin NAP würde nur funktionieren, wenn man hier Noise auf Disable macht und man leider auf den Preamp und Analog Flavor verzichtet. Das ist der Frequenzgang, den das Plugin im Leerlauf hat, und erwähnenswert ist hier, dass der High-Cut-Filter existiert, egal ob Oversampling an oder aus ist. Bis auf der Kompressor haben alle Komponenten einen gewissen Einfluss auf den Frequenzgang. Das macht der Preamp, verschiedene Modelle. Das macht der EQ, verschiedene Modelle. Hier erwähnenswert finde ich, dass die Frequenzauswahl an sich schon auch Einfluss auf den Frequenzgang hat. Was den Frequenzgang betrifft, scheint der Condition-Regler vor allem auf den EQ Auswirkungen zu haben. Was Obertöne betrifft, bekommt man mehr, je älter man den Condition-Regler auf Aged stellt. Der Preamp in den verschiedenen Ausführungen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Obertöne, welche Obertöne und wie stark sie vertreten sind. Mit den Analog Flavors verhält es sich ähnlich, wobei hier die Unterschiede nicht allzu groß scheinen. In Sachen Aliasing hilft Oversampling, das Schlimmste zu vermeiden.